Hallöchen, ich bin's, die Kiki. Und heute bin ich hier mal auf Stadt 608 auf uns in unserer Community Allianz von Celtic. Grüße gehen raus, lieber Celtic. Sei mir nicht böse, wenn ich halt einmal ein Video über 608 von der Allianz CCC mache. Yes, einmal, es ist jetzt einfach ein Video für Shorty. Ich widme dieses Video Shorty. Shorty! Shorty ist mein Teammate. Wir sind hier übrigens überwiegend alle Deutsch, weil es ist eine Community-Allianz von Celtic für den Nations Cup. Wir stehen im Halbfinale, yippie-yay-yo, und wir sind alle ganz gespannt und es hat sehr, sehr viel Spaß bis hierhin gemacht. Es ist auch eine totale heftige Herausforderung, wenn man aus dem alten Staat kommt, in einen neuen Staat neu anfängt. Es ist so. Man wünscht sich einfach nur seinen starken Account hier, um einfach mal alles platt zu machen oder einfach alles zu erreichen, weil am Anfang kannst du nichts. Und ich bezweifle, dass ich jetzt überhaupt schon irgendetwas wirklich kann. Also es ist halt einfach komplett anders. Es bringt super viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Projekt zugestimmt habe, ein Teil von diesen verrückten Leuten hier zu sein. Macht mega Fun. Mir steht wirklich das Lächeln im Gesicht. Ich bin hier auch relativ aktiv, so wie meine Zeit es so zulässt. Mit meinen anderen Accounts. Letzte Woche war ich für 2 Wochen Gouverneur in 115. Da brauchte man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ansonsten versuche ich hier natürlich so oft wie möglich, mich voranzutreiben. Ich werde heute definitiv meine 30 Millionen Kampfkraft erreichen. Hip, hip, hooray. Und naja, wie ist das so in einer Community-Allianz mal so ein bisschen zu spielen? Es macht mega Laune. Also ich kann das echt mal empfehlen, wenn ihr da irgendwie so eine, ach wie auch immer. Also, wie ihr seht, vielleicht seht ihr auch den ein oder anderen bekannten Namen. Na, wer ist denn da? Unser Syrox. Klar, Syrox ist mit am Start. Auch Syrox macht Videos über den Nations Cup. Einfach mal YouTube mal gucken. Vergesst das Abo und die Glocke nicht. Und natürlich unser Celtic. Celtic hat Level 30 erreicht. Glückwunsch. Und natürlich auch bei Celtic mal vorbeischauen. Bei YouTube, Twitch und Discord. Genau, auf dem Discord, da findet ihr dann auch uns hier so, die liebe Ping und zum Beispiel und Speedy Gonzales, legendärer Spieler hier. Speedy geht mit dem Kopf durch die Wand, absolut geiler Dude. Wir haben hier natürlich so viele, die ich gerne auch einfach mal nennen möchte. Shorty hat diese Allianz nochmal mit einer herrlichen Frischheit aufgemischt. Sehr, sehr lustig. Jay, ja, meine Jay, auch komplett auf einer Wellenlänge. Jabba dabba du, jupp, jabba dabba du, Chala Dupe, Sunny, Rosso, Mela, Asakale Jackie, Treetent, mein alter Kumpel, also mein Freund aus 115, den habe ich hier von erzählt, er hatte Interesse und gehört mit zur Startaufstellung beim Nations Cup. Ich möchte echt keinen vergessen, ne? Also, und ich habe Angst, wenn ich so Namen nenne, dass dann irgendwer sagt, du hast mich nicht genannt. Niki, German Crusader, Heiner, Dark, unser Allianz-Papa, so manchmal, der dann sagt, so Leute, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter, bitte. Auch toller Spieler, total sympathisch, Likro, Leno, See, Old Man. Oh, Kane, Slash, Totengräber, unser Undertaker, Felix, Perle, Backfee, Pillerwolle, Tote Hose, auch immer für einen coolen Spruch da. Es ist wirklich cool. So, also wie ihr seht, ich habe ja auch noch ein bisschen was zu tun, aber es soll jetzt irgendwie kein Video, Aufklärvideo, was wir hier so machen. Nein, 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 das mache ich nicht. Dafür haben wir Sadie und Cyrex, die natürlich das als ihre Arbeit hier auch haben. Needs you, ja, unser Cashboy, den helfe ich doch auch mal, denn es ist wichtig für den Nations Cup, dass wir unsere. Wieso hat er keine Kaserne? Soll das hier, Junge? Warum hast du nichts? Infanterie, Junge, Infanterie, wir brauchen Infanterie.
bei den Unterstützungen hier, bei den Training helfen, da schaue ich Ezreal, gut, da schaue ich dann halt auch immer, also das auch nicht böse gemeint, allen anderen gegenüber, sondern ich gucke immer, wer sind unsere Leader, wer sind unsere weitesten Spieler, da helfe ich dann auch gerne, womöglich meistens auch nur in der Kaserne einmal schnell. Denn wir brauchen definitiv, ne, See ist, glaube ich, gar nicht mit dabei, ne? Sorry, See, für dich heute keine Button. Mela ist auf jeden Fall mit dabei, das weiß ich. Auch für dich einmal Kasernen-Push hier. Und Ezreal ist auch dabei. Ja, wir sind hier eine bunt gemischte Truppe aus verschiedenen Staaten, was es auch nochmal richtig lustig ist, ne? So von den Erfahrungen und von den Erfahrungen her, man kann sich immer schön austauschen und das finde ich total schön. Und hier sind wir wirklich so auch ja, immer stets bemüht, alles mitzunehmen, was wir hier so kriegen können an Belohnungen. Wir haben hier einige Bunker schon geholt. Wir sind hier ganz gut dabei in den Analysenzentren. Analysen. Ich wollte was anderes sagen. Ja, also da sind wir, haben wir auch ein Auge drauf. Am Anfang, wir sind in wenigen Tagen aus den 300er Rängen ab in die Top 20, in die Top 10 rein. Alles überwiegend ohne zu cashen. Also das war auch so ein bisschen mein Gedanke, so ein Projekt mit Spielen gegen Casher ancashen, das kann ich mir nicht leisten, auf zwei Accounts zu cashen. Aber das brauchten wir auch nicht, das sollten wir auch gar nicht. Und da haben wir uns eigentlich auch relativ ganz gut dran gehalten. Ja, alles ein bisschen in der Waage halten. Es soll hier Spaß machen und das tut es definitiv. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, das tut es definitiv. Und naja, auf jeden Fall, ich bedanke mich auf jeden Fall so bei den ganzen tollen Leuten, die ich hier jetzt so getroffen habe. Und ich werde definitiv auch Start 608 nicht nach dem Event des Nations Cup den Rücken kehren, denn man hat die hier schon alle so ein bisschen lieb gewonnen irgendwo und man spielt mit denen ganz gerne zusammen, man versteht sich und es ist halt eine schöne Abwechslung, weil es hier fast nur Deutsch ist. So ein kleiner Ausflug, wie heißt es? Eine kleine Flucht aus diesem ganzen Englischen und Russischen, was man ja in seinen alten Staaten meistens hat. Hier einfach mal so random Jokes, die werden dann auch mal verstanden, rauszuknallen. Ja, ich habe hier viel Spaß. So viel dazu. Shorty wollte ein Video, Shorty kriegt ein Video. Und weil Shorty auf Schreien steht, ist mein letzter Satz Shorty!